Herzlich willkommen zu Teil 14 der Reihe Vektorrechnung und analytische Geometrie. Wir sprechen heute über die rechte Handregel des Kreuzproduktes. Wir haben in der letzten Folge das Kreuzprodukt von zwei Vektoren eingeführt, oder in der vorletzten Folge genauer gesagt A Kreuz B. Und wir hatten festgestellt, dass dieses Kreuzprodukt sowohl senkrecht auf Vektor A als auch senkrecht auf Vektor B steht. Es gibt dann eine Merkregel für den Fall, dass auch A und B senkrecht zueinander stehen, was natürlich in der Praxis auch oft der Fall ist. Und das ist die sogenannte rechte Handregel. Und die besagt also Folgendes. Wenn wir den Daumen der rechten Hand in die Richtung des Vektors A zeigen und den Zeigefinger in Richtung des Vektors B, und zwar sind dabei Daumen und Zeigefinger auch rechtwinklig, also sagen wir mal diese Pistolenstellung, die man vielleicht als Kind noch kannte, wenn wir also hier den Vektor A haben und hier den Vektor B, dann spreizt man den Mittelfinger ab der rechten Hand und das gibt die Richtung des Vektors A Kreuz B an. A Kreuz B. Das ist die rechte Handregel. Hier nochmal grafisch dargestellt. A, B und A Kreuz B. Wenn man sich also vorstellt, dass der Daumen in diese Richtung zeigt, Daumen, der Zeigefinger diese Richtung, dann zeigt der Mittelfinger in diese Richtung. Und das ist für die rechte Hand eben der Fall und nicht für die linke. Darum natürlich auch der Name rechte Handregel, logischerweise. Diese rechte Handregel, die hat auch zum Beispiel in der Physik praktische Bedeutung. Wenn wir ein geladenes Teilchen haben, das die Ladung Q trägt und was sich mit der Geschwindigkeit V durch ein Magnetfeld B bewegt, wobei V und B Vektoren sind, dann wirkt auf dieses Teilchen eine magnetische Kraft, die sich ergibt als Q mal V Kreuz B, also als Kreuzprodukt. Und das bedeutet eben, wenn Q größer 0 ist, wenn das Teilchen also positiv geladen ist, dann kann man mit der rechten Handregel ermitteln, in welche Richtung die Kraft F wirkt. Wenn Q kleiner 0 ist, dann gilt entsprechend die linke Handregel. Wenn man sich das kurz, wenn man sich seine Finger mal oder seine beiden Hände mal vor Augen führt, dann ist eben genau die linke Handregel sozusagen das Negative der rechten Handregel. Da zeigt der Mittelfinger eben dann genau in die andere Richtung, wenn man die drei Finger, Daumen, Zeige und Mittelfinger jeweils abspreizt. Das ist also die rechte Handregel. Das ist eine Merkregel über die Richtung des Kreuzproduktes aus gegebenen Vektoren A und B, insbesondere wenn diese beiden parallel sind. Und in der nächsten Folge wollen wir dann über das sogenannte Spatprodukt reden. Vielen Dank.